große Betonklotze im Industriegebiet. Büroräume, Reha-Zentrum, das ist oben. Im Aufzug drücke ich auf das große U, abwärts geht's, Tür auf. Ein langer, heller Gang, Zigarettenduft und ein kleiner Staubsaugerroboter im Zickzackkurs genau vor meinen Füßen. Rechts die penibel aufgeräumte Küche, links hinten der Musikertreff. Dort sitzt auch der Chef Klaus Forster. Früher selbst Musiker und immer genervt von schlechten, muffigen Proberäumen. Metal oder Punk, ein Stockwerk unter Büroschreibtischen, kann das funktionieren? Toi, 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 bis heute haben wir noch nicht eine einzige Lärmbeschwerde gehabt. Von 18 bis 6 Uhr darf richtig laut geprobt werden, tagsüber etwas leiser und die Bands untereinander stören die Geräusche vom Raum gegenüber sowieso nicht, meint Tom von der Band Define. Wir haben schräg gegenüber auch eine Band, die härtere Gangart spielt. Man hört zwar, dass jemand Musik macht, aber wenn wir selber dann anfangen, gibt es da eigentlich keine Schwierigkeiten. Mit ihrem Proberaum haben sich Define echt Mühe gegeben. Mit Bar und einem Sofa in, naja, gebrauchtem Hellbeige. Die Sitzgarnitur ist gefühlt 100 Jahre abgesessen, aber hat eine geile Akustik. Define spielen eher Rockiges. Aber auch Volksmusiker könnten theoretisch hier proben, wenn sie wollten, meint Klaus Forster. Ich muss gestehen, nicht von jeder Band gefällt mir die Musik, aber ich habe mir eigentlich mal vorgenommen, das vom Musikstil unabhängig zu machen. Wer sich ordentlich benehmen kann, der ist willkommen. Super finden die Bands auch den Austausch untereinander. Marc von der Band 13 trifft andere Musiker im Musikertreff, oder? Auf dem Flur. Man hört, was der Nachbar macht, da spricht sich's rum, ey, hier, da probt der und der, hört mal alles Zeug an, was die machen, die sind cool. Man klopft mal so vorsichtig an. Und das mache ich jetzt auch. Drei Ecken weiter, innen drin im Probekeller-Labyrinth. Hallo. Wir haben Besuch. Kahira mit Sängerin Kati sind erst zum zweiten Mal hier. Wir sind halt noch Frischlinge hier, deswegen kennen wir noch nicht so viele, aber das ist auch schön, andere Bands immer zu hören. Letztendlich teilen wir denselben Traum und wenn man sich da gegenseitig einfach unterstützen und helfen kann, ist es eigentlich optimal und das ist die optimale Plattform hier dafür. Und wo gibt es schon einen Proberaum mit 24-Stunden-Putzfrau? Diese kleinen Roboter. Unheimlich, aber effektiv. Übrigens, der war auch schon hier. Crow hat hier im Bühnenraum geübt. Das ist ein großer Proberaum. Die Idee ist einfach, die Bands stellen sich mal eine Videokamera vor ihren Aufbau und können sich dann hinterher auch selber nochmal anschauen, was einfach für viele sehr ernüchternd ist und eine ziemlich steile Lernkurve zur Folge hat. Eigener Raum oder Teil mit anderen Bands, mit dem ganzen Equipment oder leer, geht alles. Und vorne am schwarzen Brett werden immer Bands oder Musiker gesucht. Argentinischen Tango oder Symphonic Metal, hier unten gibt's alles. Muckerparadies in Stuttgart. Ab demnächst kann man übrigens mit diesem Aufzug dann auch nach oben fahren zu neuen Proberäumen, die entstehen, nämlich unterm Dach. Und wenn ihr Interesse habt, oder wenn Sie Interesse haben, wenn Sie Jazzmusiker sind, muss ich ja siezen, jetzt am Wochenende kann man die Proberäume in Stuttgart besichtigen und auch mal eine Probesession machen. Alle Infos auf swr3.de.